Ach, unsere geliebten Vierbeiner. Natürlich wollen wir sie auch auf Bildern festhalten. Fotos für die Wand, den Büroschreibtisch, fürs Portemonnaie oder vielleicht auch für unseren nächsten Fressnapf-Fotowettbewerb. Wer schon mal versucht hat, sein Tier zu fotografieren, weiß, dass das gar nicht so leicht ist. Aber keine Sorge, wir zeigen euch heute mit 10 einfachen Tipps, wie ihr eure Liebsten auch ohne Profi-Equipment und einfach mit dem Handy in Szene setzen könnt. Und wenn ihr noch andere spannende Tipps rund um eure Vierbeiner wollt, lasst doch einfach ein Kanal-Abo da. Jetzt geht's los! Tipp 1. Ran an das Motiv. Ihr wollt sicher keine Suchbilder, in dem eure Mieze irgendwo im Hintergrund verschwindet. Macht euch also auf den Weg und fotografiert aus der Nähe. Ruhig schön nah ran ans Motiv. Das Tier muss gar nicht ganz im Bild sein. Manchmal sind Ausschnitte viel ausdrucksstärker und die Details kommen gut zur Geltung. Tipp 2. Auf Augenhöhe. Ihr behandelt euer Tier bestimmt nicht von oben herab. Deswegen gilt auch beim Fotografieren. Die Kamera gehört auf Augenhöhe. Einfach in die Hocke gehen oder sogar hinlegen. Apropos Augen. Wenn wir ein Foto ansehen, schauen wir immer zuerst auf die Augen. Deswegen sollten diese scharf sein. Dann macht es auch nichts, wenn andere Bildbereiche nicht scharf sind. Tipp 3. Dynamik ins Bild. Euer Tier ist ein Wildfang? Umso besser, denn die Dynamik macht sich gut im Foto. Mit dem Serienbildmodus könnt ihr gleich ganze Bewegungsfolgen fotografieren. Um die Bewegung einzufrieren, braucht ihr viel Licht und kurze Belichtungszeiten. Aufwärtsbewegungen wirken übrigens am dynamischsten. Tipp 4. Das Licht macht das Bild. Fotografie kommt aus dem Altgriechischen und heißt Zeichnen mit Licht. Wir brauchen also Licht. Je besser das Licht ist, desto besser wird das Foto. Das kann zum Beispiel das warme, weiche Licht der Sonne in den frühen Morgenstunden und am Spätnachmittag sein. Wollt ihr etwas mehr Dramatik, dann eignet sich die Zeit kurz vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang. Diesen Zeitraum nennt man auch die blaue Stunde. Tipp 5. Fangt den Charakter ein. Jedes Tier ist besonders und wir wissen am besten, was wir an unseren Gefährten am meisten lieben. Wenn es uns gelingt, den Charakter einzufangen, wirkt das Foto umso authentischer und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Typische Situationen betonen diese Eigenschaften und setzen euren Begleiter so in Szene, wie er wirklich ist. Tipp 6. Die richtige Location. Euer Haustier spielt natürlich die Hauptrolle, aber auch die Umgebung beeinflusst die Bildwirkung. Wie passen die Farben und Formen zu eurem Model? Jeder Ort sorgt für eine andere Bildaussage. Aber auch Wetter und Jahreszeiten spielen eine Rolle. Die leuchtende Frühlingsblüte, der Sommerstrand, das Herbstlaub im Nebel oder wildes Schneegestöber liefern unterschiedliche Motive. Tipp 7. Accessoires. Auch wenn das Foto sich um euren Vierbeiner dreht, Requisiten sind hilfreich. Einerseits könnt ihr euer Tier damit ablenken oder auch zum Spielen animieren. Das sorgt gleich für mehr Action im Foto. Zum anderen kann es aber auch extra als weiteres Bildelement genutzt werden und für Kontrast sorgen oder eine Stimmung unterstreichen. Tipp 8. Spannung aufbauen. Ungeübte Fotografen neigen dazu, das Hauptmotiv in die Bildmitte zu setzen. Dadurch kann ein Foto schnell langweilig wirken. Interessanter ist es, den wichtigen und fokussierten Bereich in diesen vier Bereichen zu platzieren. Diese ungefähre 2:1 Bildaufteilung nennt der Fachmann den goldenen Schnitt und sorgt für Spannung. Tipp 9. Der perfekte Moment. Natürlich kann man Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann auch noch die Kamera gezückt haben. Das passiert aber leider nur sehr selten. Professionelle Tierfotografen warten oft Stunden oder Tage lang an einer Stelle für das perfekte Foto. Also nehmt euch ruhig Zeit, behaltet die Kamera am Auge, verfolgt die Bewegungen eures Tieres und drückt dann im richtigen Augenblick ab. Für euren perfekten Moment. Tipp 10. Lasst euch helfen. Eine weitere Person am Set kann sehr hilfreich sein. So habt ihr die Hände frei und könnt euch voll aufs Fotografieren konzentrieren. Euer Assistent kann mit einem Leckerli oder einer knisternden Tüte locken oder mit und ohne Spielzeug zu mehr Bewegung animieren. So wirkt das Foto lebendig und euer Tier kommt richtig zur Geltung. Habt ihr eure Fellnasen schon modeln lassen? Konnten wir euch helfen, bessere Bilder zu knipsen? Oder habt ihr noch andere Tipps zum perfekten Foto? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch viele schöne Fotos und bis bald. Mau, mau!